Herr Ortner, heute ist der große Tag. Das Redesign der VN wird heute gefeiert und auch gestartet in der Druckerei. Was ist denn das Ziel dieses neuen Designs? Wir wollen natürlich etwas für den Leser bieten. Wir machen Design nicht des Designs wegen oder um irgendwelche Preise zu gewinnen. Es soll für den Leser eine leichter lesbare Zeitung sein, eine Zeitung, in der sich der Leser aber auch immer noch zurecht findet. Und es soll auch eine moderne Zeitung sein. Ich glaube, es war einfach an der Zeit, mal etwas zu machen, nicht immer ständig herumzureparieren, sondern auch wieder mal in etwas Neues zu investieren. Was für einen Vorteil haben denn jetzt die Vorarlberger Leser durch das neue Design? Wir sind davon überzeugt und haben das auch mit Lesern im Vorfeld getestet, dass die Schrift besser lesbar ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz zentraler Punkt, dass man die Schriften wirklich gut lesen kann. Wir glauben, dass man sich mit dem neuen Layout noch leichter in der Zeitung zurechtfindet, dass man die Dinge wirklich dort findet, wo man sie sucht. Wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass wir Inhalte nicht irgendwo im Blatt verschieben, sondern wirklich an den gewohnten Orten lassen. Wir haben aber auch mit Farbleitsystemen und Ähnlichem einfach die Navigation in der Zeitung erleichtert. Jetzt habt ihr euch einen schwedischen Designer gesucht dafür. Kann man sagen, dass die skandinavischen Zeitungen Vorreiter sind oder ein Trend sind momentan in der Zeitungsbranche? Ja, wir sind durch eine skandinavische Zeitung auf unseren Zeitungsdesigner gestoßen, nämlich durch die Metro, die U-Bahn-Zeitung in Stockholm. Das war für uns eine vorbildliche Zeitung. Wir haben uns schlau gemacht, wer diese Zeitung entworfen hat und sind dadurch auf Bar Boström gestoßen. Ein sehr junger Zeitungsdesigner, auch ein unverbrauchter Zeitungsdesigner mit sehr vielen Ideen. Er ist erst 27 Jahre alt und wir sind aber wirklich sehr beeindruckt, was er kann. Wie gut die Zusammenarbeit funktioniert, das war auch ein tolles Teamwork und ich muss mich hier nicht nur beim Designer bedanken, sondern wirklich auch bei meinen Kollegen, die jetzt wirklich über Wochen Tag und Nacht gearbeitet haben, dass das Design passt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, die schwedischen Zeitungen, überhaupt die skandinavischen Zeitungen, sind sicher vorbildlich, was die Optik anbelangt. Jetzt soll ja der Druck heute auch groß gefeiert werden hier im Medienhaus. Was findet denn heute alles statt? Ja, zunächst war es uns einmal wichtig, dass wir hier nicht irgendeine prominenten Veranstaltung machen, sondern dass wir unsere Leser einladen. Wir hoffen, dass viele kommen. Die Meinungen gehen sehr auseinander, wie viele Leute heute kommen werden. Wir sind deswegen noch ein bisschen nervös, freuen uns aber, je mehr kommen, umso besser. Und das Wichtigste wird sein, dass sich die Leute wirklich die Zeitungsproduktion anschauen können. Die können heute zwischen 23 Uhr und 24 Uhr, oder wenn es viele Leute sind, auch noch länger durch die Druckerei durchgehen, sehen, wie die Zeitung gedruckt wird, sehen, wie die Zeitung im Versandraum bereitgestellt wird für die Zeitungsausträger. Also es wird wirklich ein hautnaher Einblick in das ganze Geschehen. Es gibt natürlich noch ein Rahmenprogramm, es ist für Bewirtung gesorgt, es gibt ein tolles Feuerwerk zum Abschluss.